Das Thema Flüchtlinge ist ein im Moment bundesweit stark diskutiertes Thema. Die Integration von Flüchtlingen wird auch im sogenannten Flüchtlingsbericht aufgegriffen. Um den Flüchtlingen bei der Integration eine Hilfestellung zu bieten, gibt es viele verschiedene Angebote. Konstanze Beckedorf, Sozialdezernentin der Stadt Hannover, klärt über einige Integrationsprojekte auf. Ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über die gut 4000 Menschen, die bei uns leben und die innerhalb der letzten 2-3 Jahre zu uns gekommen sind, reden, ist ein ganz wichtiger Punkt das Erlernen von Sprache und die Integration in den Arbeitsmarkt und das Ankommen in den Quartieren, in den Stadtbezirken. Und zu diesen drei großen, ganz großen Aufgaben und Herausforderungen laufen sehr, sehr viele Projekte. Es laufen sehr viele Projekte, die Ehrenamtliche anstoßen und die von Ehrenamtlichen ausgeübt werden. Es laufen aber auch hochprofessionelle von professionellen Anbietern Projekte. Ich nenne vielleicht mal Projekte, Punkte, die zum Thema Sprache zu erzählen sind. Wir haben ganz viele Anbieter, eine bunte Anbieterkultur in Hannover von Sprachkursen. Es gibt Sprachkurse von anerkannten Bildungseinrichtungen, es gibt Sprachkurse von Ehrenamtlichen in den Unterkünften, denn das Wichtigste ist, wenn die Menschen bei uns in der Stadt angekommen sind, ihnen möglichst schnell möglichst viel Deutsch beizubringen, weil das ein unverzichtbarer Baustein für die Integration ist. So gibt es zum Beispiel unter anderem auch die gemeinnützige Bildungsvereinigung Arbeit und Leben, die Deutschkurse für Flüchtlinge anbietet. Aber auch die Stadt tut einiges für die Flüchtlinge. Wir haben im Februar 2015 das sogenannte Integrationsmanagement einberufen. Was bedeutet Integrationsmanagement? Wir haben an die 50 Kolleginnen und Kollegen, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, sukzessive und in einer sehr kurzen Zeit eingestellt. Und diese Kolleginnen und Kollegen sind in den Unterkünften, insbesondere in den Notunterkünften, präsent und haben die Flüchtlinge von Anbeginn an begleitet, überhaupt erstmal hier im Ankommen in Hannover, aber insbesondere auch, wenn es darum geht, erste Schritte in den Arbeitsmarkt zu gehen. Und sie unterstützen auch sehr beim Auszugs- und Umzugsmanagement und flankieren die Sozialarbeit, die in den Unterkünften von den jeweiligen Betreibern angeboten wird. Notunterkünfte haben wir immer weniger. Die Menschen leben in kleineren Unterkünften, um es ganz kurz zu sagen, ziehen teilweise auch schon, wenn sie anerkannt sind, in ihre eigenen Wohnungen und werden dabei immer weiter begleitet von unseren Integrationsmanagern. Außerdem engagieren sich unzählige Ehrenamtliche in vielen verschiedenen Bereichen, um den Flüchtlingen zu helfen. Die Ehrenamtlichenlandschaft, das sei an dieser Stelle vielleicht zusammengefasst gesagt, ist so riesig. Wir haben so viele Institutionen, den Unterstützerkreis, das Freiwilligenzentrum, GEMIDE. Es ist schon fast unfair, jetzt nur so beispielhaft die drei zu nennen, weil wir so viele Initiativen in der Stadt haben von Ehrenamtlichen, die sich in unterschiedlichen Projekten darum kümmern, dass insbesondere die drei Punkte, die ich genannt habe, tatsächlich auch stattfinden. Bei so vielen darin involvierten Menschen und einer so breiten Palette an Hilfsangeboten bleibt die Wirkung und eine positive Resonanz natürlich nicht aus. Die Reaktion ist eine sehr, sehr gute. Wir stellen sehr große Erfolge fest, was erste Integrationsschritte angeht. Gerade auch das, was ich geschildert habe, Freiwilligenzentrum und andere organisierte Institutionen, Nachbarschaftskreise berichten uns und wir nehmen es auch selbst wahr, dass es immer mehr gelingt, den Menschen das Ankommen hier in Hannover wirklich zu erleichtern und sie darin zu unterstützen. Es findet auch immer mehr statt, dass tatsächlich Flüchtlinge die Möglichkeiten bekommen, in erste Arbeitsverhältnisse zu starten. Und so insgesamt ist es eine Situation, die man vielleicht damit beschreiben kann, es war gerade auch im letzten Jahr eine, ich will nicht sagen Krisensituation, aber eine Ausnahmesituation, sowohl für die Menschen, die in großer Zahl zu uns gekommen sind, als auch für uns hier in der Verwaltung, aber auch insgesamt für die Stadtgesellschaft. Und so langsam nimmt es geordnete Abläufe an und ich will nicht sagen, dass es Alltag ist, aber wir nähern uns so einer Alltagssituation, wobei man nicht vergessen darf, dass die Integration der vielen tausend Menschen, die wir auch hier bei uns in der Stadt haben, sicherlich noch für viele Jahre eine wirkliche Herausforderung sein wird.